Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Das hier ist eine Besprechung der damaligen Forschungseinrichtung Trauen in der Kantine des damaligen Standortes. Hier sieht man an der Wandlehne meinen Vater Eugen Sänger und hier an der Treppe den damaligen Prüfstandsleiter Graf Sporowski. Mein Vater wurde 1936 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft beauftragt, ein Raketenversuchsgelände in Deutschland für die Pläne, die er damals vorgestellt hatte, zu gründen und aufzubauen. Dieses Gelände, nach vielen Rundreisen mit dem Motorrad, fand er schließlich in Trauen in der Lüneburger Heide. Er bekam dann darauf die Mittel und die Möglichkeiten, dieses eigenhändig zu planen, die Mitarbeiter sich auszusuchen. Und so entstand aus heutiger Sicht in unwahrscheinlich kurzer Zeit, innerhalb von 2 Jahren, das erste deutsche Raketenversuchsgroßgelände. Natürlich neben Peenemünde, aber eben nicht dem Heer, sondern der Luftwaffe zugeordnet, mit eigenen und vollkommen damals unbekannten Mitteln. Sein eigentliches Arbeitsthema war ein Raketenflugzeug, das später als Antipodengleiter bekannt wurde. Die Thematik war ja erst einmal, dass man eine Umlaufbahn um die Erde erreichen konnte. Die physikalischen Grundlagen waren auch damals schon klar. Das waren die 28.500 Stundenkilometer, die man doch mit Nutzlast erreichen sollte. Also ging es darum, ein Fluggerät zu entwerfen, das die entsprechende Aerodynamik hat. Heute kennen wir das als Hyperschall-Aerodynamik und was vor allen Dingen den entsprechenden Motor hat. Aber das eigentlich Interessante und Wichtige ist der flache Unterboden, auf dem sich das Flugzeug dann im schnellen Flug auf den Atmosphärenschichten abstützen kann und so weiter, ohne angetrieben zu sein, Höhe halten kann bzw. den Flugweg verlängern kann. Mein Vater war im Grunde genommen ein zurückhaltender, sehr ruhiger Typ. Er war fasziniert, er kannte nur die Raumfahrt, er kannte eigentlich nur das, was damit zusammenhing. Und wenn er in Gesprächsrunden war, dann konnte er lange und konsequent zuhören und konnte dann aber auch so antworten, dass alle am Tisch, alle in der Runde das aufnahmen. Er konnte dann mit seinen Ideen, seiner Beweisführung die Menschen faszinieren. Das hier ist eines der ersten Staustrahlversuche. Staustrahl, das war die Idee des Franzosen René Lorrain, bedeutet, dass vorne in ein Rohr Luft eintritt, dass diese Luft mit Treibstoff vermischt wird und wieder ausgepufft wird. Man hat es versucht, hier erstmal in einem Versuchsaufbau auf einem Opel Blitz, so mit 80 Stundenkilometer vielleicht, und hat dann erst sehr viel später erfahren müssen, dass so ein Staustrahlrohr ein sehr gutes Triebwerk ist, aber auch erst jenseits der 2.500 Stundenkilometer wirklich funktioniert. Die Arbeiten gingen dann weiter. Die Versuchsträger, die Prüfstände wurden schneller. Hier hatte man eine Dornier 217 dafür genommen und das Staustrahlrohr wieder aufmontiert, diesmal schon mit einer etwas besseren Ausformung. Und letzten Endes mit einem staustrahlgetriebenen Flugzeug schon Geschwindigkeiten bis zu 800 Stundenkilometer erreicht. Zunächst wurde 1946 die Forschung weitergeführt. Forschungsarbeiten der Deutschen wurden zum Abschluss gebracht. Und dann letztlich wurde es sehr ruhig um den Standort, weil die Versuchsanlagen gesprengt werden mussten. Und 1948 diente der Standort praktisch zur Versorgung der Luftbrücke. 1956 hat die Bundeswehr den Standort übernommen, um ihn dann 1957 an das DLR oder damals die DFL abzugeben. Anfang der 60er Jahre begann dann auch schon auf dem Viererblock die Entwicklung und das Testen von Triebwerken für die dritte Oberstufe der Europarakete, und zwar der Europarakete 1.
Bis Mitte der 60er Jahre war das Projekt so weit gediehen, dass praktisch die Oberstufe komplett hier auf dem Prüfstand D hinter uns getestet werden konnte. Und bis 1969 wurden dann noch Versuche durchgeführt, die dann aber erstarben, weil das Projekt selber gescheitert war. Und es führte letztlich dazu, dass der Betrieb im Standort, der Forschungsbetrieb, eingestellt wurde und verschiedene Prüfstände auch stillgelegt wurden. Es überlebten letztlich nur die Brandversuche, die man in Traun hervorragend durchführen konnte für Luftfahrzeuge aller Art, die auch heute noch durchgeführt werden und auch heute noch den Standort beleben. Die neue Entscheidung, dass es jetzt für Traun wieder ein Budget von knapp 8 Millionen Euro gibt, ist natürlich eine sehr schöne Sache für die Zukunft. Traun kann wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden und kann wieder zur europäischen Raumfahrt beitragen. Damit können wieder Programme generiert werden und es kann wieder die Komponenten geschaffen werden, die für die Raumfahrt lebensnotwendig sind. Also wir werden in Zukunft eine Anlage erhalten, die zur Erprobung von neuen Tanktechnologien dient. Und das wird der Startschuss sein, dass die Forschung in Traun wiederbelebt und weitergeführt wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch mein Vater, wäre er über 100 Jahre alt geworden, zur heutigen Zeit da sein großes Interesse und auch natürlich sein Vergnügen. Denn er war ja natürlich von seiner Idee fasziniert. Die könnte er dort weiter ausleben und könnte damit auch Hardware schaffen, die Hardware, die man braucht, um ins Weltall zu gelangen. Das war der DLR Webcast.